Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Greedfall. Es ist Nacht, liebe Leute. Es ist gerade Nacht geworden. Und wir können jetzt zurück zum Hauptmann, zum Kommandanten des 11. Regiments. Es hakt wieder komplett jetzt im Moment. Fangt schon mal nicht gut an dieser Folge. Wir werden auf jeden Fall da zurückmarschieren und weitere Nachforschungen bezüglich des Todes von Rainer stellen. Und ja, dazu müssen wir jetzt zu diesem Kommandanten hier. Und es ist Nacht geworden. Wir können hin. Wir können hin, liebe Leute. Ja, es habe ich nicht gehandelt, es habe ich mir nichts gekauft. Weil ich brauche dann demnächst aber auch bessere Ausrüstung. So, wo ist der Kommandant dahinter? Weil mir hat er gerade vorher angezeigt, dass er schon bereit ist. Jetzt, da sind aber noch immer Leute drin, aber hier drin wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Da ist alles leer, jetzt können wir mit ihm eigentlich reden. Nicht schlafen. Habt Acht, ich bin da. Wir sind quite alone now. You may speak to us. Rainer was indeed a member of my company, and an excellent recruit. But you already know that. Continue. One morning, I got a note telling me he'd been transferred from my company. He'd received a new assignment. I was so furious that I did my own little investigation to see where he'd been sent. Wasn't easy. No one wanted to give me answers. No one seemed to know anything. But one thing's for certain. Rainer wasn't the only man to have disappeared. I learned that a good many recruits, all the cream of the crop, had been reassigned. And finally, I learned about the existence of a phantom regiment. What sort of nonsense are you talking about? A sort of secret elite company that were following a special training program. Where can we find them? I've no idea. I had to put my investigation to rest. Things were getting dangerous. Okay. I began to sense I was being watched. This regiment protects its secrets at all costs with few scruples. If you want to know more, the training officer of the 6th might know something. Regiments. It's been said that he took part in one of their missions alongside them. Are you certain you've nothing more to tell me about this infamous secret regiment? I've told you everything I know, at the risk of ending up like Rainer, Excellency. Go and see the officer of the 6th if you want to learn more. And leave me alone now. Thank you, Lieutenant. Farewell. Gut. Also, beschaffen wir Informationen über das Phantomregiment. Ah! Also, es gibt ein Regiment, ein geheimes Regiment, das sich Phantomregiment, also das man halt Phantomregiment nennt. Ich bin gespannt, was wir daraus finden können. Wenn ich jetzt ehrlich bin, bin ich sogar sehr gespannt, was dieses sogenannte Phantomregiment ist. Da werden wir auf jeden Fall Nachforschungen anstellen. Ja, wir sollten nach oben gehen, weil der Pfeil zeigt nach oben. Hier drin, da können wir auf jeden Fall mal rein. Ja, wir dürften in der auf der richtigen Etage sein. Ja, hier haben wir jemanden. So. Also, wir haben hier eine Kiste, die werde ich jetzt mal ausleeren. Schloss knacken. Habe ich ja schon ein bisschen was, oder? Schlossknacken. Goldmünzen 3, Munition 2, weiche alte Stiefel, verschissener Dreispitz. Habe ich schon wieder diesen verschissenen Dreispitz? Gibt's ja nicht. Ich weiß, dass es verschlissener Dreispitz heißt, Leute. Ich bin nicht doof. Sprich mit Offizier des 6. der 6. Kompanie. Rede. Und vorerst einmal hab Acht und salutieren. Good day, Lieutenant. Excellency, what's your pleasure? Nach seiner Herkunft fragen einmal. What company do you serve? The 6th, Excellency. Anything else? Nach seinem Auftrag fragen. To where are you assigned? The 6th company is in charge of exploration and expansion of the colony of the Congregation of Merchants on the island. We operate mainly in the wilderness areas,
indirect contact with the natives. But don't worry, we respect to the letter congregation directives and standing orders. We avoid all confrontation with them as much as possible. Anything else? Nach dem Phantomregiment fragen. Interessant. Tell me about the Phantom Regiment. About what? I have no idea what you're talking about, Your Excellency. Sicher. Versuchen ihn zu überzeugen, 50% Sprache. Entweder versuchen ihn zu überzeugen, ihn bestechen oder kurz sprechen lassen. Versuchen ihn zu überzeugen. Come now, Lieutenant. You do realize that the activities of this regiment are particularly suspicious. Secrets, threats, fabrications, and maybe even an assassination. This resembles more the pursuits of a criminal organization than the honorable coin guard. Am I to conclude that you are involved? Oh. Of course, Excellency. Fehlgeschlagen. This regiment doesn't exist. It must be some sort of rumor. Just some stupid ghost story the young recruits tell each other at night. Kurz sprechen lassen. Are you certain you don't know where this Phantom Regiment camp can be found? Absolutely certain. And to be honest, I hope I never hear about this matter again. Well, this is extreme eingeschüchtert. Rainer was one of my recruits, Lieutenant. A young man that I admired. He was killed. His death was disguised. We've been lied to time and time again. Thanks to my friend, we finally learned that the boy had rejoined the Phantom Regiment. And so now, you're gonna tell me all you know without being a weasel about it. Trust me, you don't want me to lose my nerve. Oh, but, Captain, now. Jetzt. I've seen the regiment. Ruf minus eins, Kurschen, even fought beside them on an operation. On that occasion, our marching orders were kept secret until the last minute. We were asked to remove our regiment emblems, and our pay wasn't even recorded. And of course, we were ordered to speak to no one about it under any circumstances. I hope you realize the risk I'm taking talking to you about all this. Have no fear. We understand. What was this operation? An attack. A lightning strike on a caravan from the Bridge Alliance. Marvelous. A company that behaves like back alley bandits. I know. It really shakes up the honor code. The regiment is made up of young recruits, carefully chosen. Only the best make it through. The training is extremely arduous. And my guess is that Rainer isn't the only one who's died from it. I know that they set up camp just outside the city, where the men live and train. But I'd be at a loss to tell you precisely where it's found. Sorry, Captain. Thank you, Lieutenant. Okay, die sind alle so eingeschüchtert. The story is making me sick. Poor Rainer. Never have recruited him. I'm sorry, Kurt. This isn't what we're doing. But these filthy phantoms, or whatever they are gonna have to settle the debt. Believe me. Mm-hmm. You do realize that your own commander is certainly involved in this on some level. Outright clandestine operations could not have taken place without his approval. That he's aware of the existence of the regiment, there is no doubt. That he approves of what they're doing. It wouldn't be the first head that didn't know what his hands were up to. What do you wish to do now? I'm gonna find the location of this camp. I have a few friends that can certainly help us. And when I know where to smoke out these bastards, I'll go and have a few fiery words. If you were of a mind to accompany me, two of us would not be too many to make sure they settle their debts. Let me know when you discover where they are to be found. You can count on me. Sehr gut, Ruf plus drei, Kurt, Kurt, nett. Unter Phantomen, gefolgt. Warte bis, Level 8 bin ich. Warte bis Kurt Informationen über das Phantom Regiment beschafft hat. 5 Stunden, 51 Minuten, natürlich Spielzeit, klar. Ja, aber irgendwie, ja, ich muss warten. Warten, ich hasse warten, Leute, ich hasse warten. Gut. Also, da steht eh da, 5 Stunden, 43, 42, 41, ja, also, gut. Das ist einmal okay. Wir werden schauen, ob wir weiterhin was looten können. Ich muss warten, bis er Informationen hat. Das steht dann eh da. Somit, was werden wir tun? Werden wir vielleicht hier in Neu-Serene noch einer Queste folgen? Ich habe keine Ahnung, was wir hier jetzt vorhaben. Der Kurte, der muss Informationen beschaffen. Was haben wir hier drin? Neu-Serene. Es ist gerade Abend. Hackt wieder. So.
Wir sind weiterhin in Neu-Sirin. Aha, hier haben wir... Okay. Leute. Sollt ihr mich da fernhalten? Ich mach's einfach. Es ist mir egal. Destabilisiert. Ich kämpfe gegen die. Das sind ja irgendwelche... Das sind Schalunken, sind das. Ah, er zaubert auch. So, fertig. Ja, da habe ich jetzt einfach gekämpft. Also, ich weiß nicht, ob das gut ist wegen dem Ruf, aber das ist mir voll egal jetzt. Das ist mir richtig egal, weil mit dem ich angreifen. Werde ich alles nehmen hier, das ist auch eine Truhe. Goldmünzen mal 4. Ah, hackt schon wieder. So, 11 Minuten. Okay, aufgenommen. Haben wir noch Zeit. Ich mache mir da irgendwie so einen Stress. Kommen doch eh immer wieder Folgen raus. Zonk, zonk, zonk. Unglaublich mit dir. So. Also der Kurt, der geht eh mit mir mit. Das heißt, ich brauche nicht einmal wieder, nicht einmal mehr zurückmarschieren. Schade, dass man da nicht schlafen kann oder irgend sowas. Wäre natürlich ideal. Ja, mein Kaffee ist schon wieder alle. Leer. Lala. Leute. So. Was haben wir da? Begib dich zum Dorf, von der Petrus gesprochen hat. Können wir auch einmal machen. Folge gelang jetzt auf Vedre. Da möchte ich auch einmal hin. Also. Wir haben da noch so viele Sachen zu machen. Ich möchte das endlich mit dem Rhein erklären. Goldmünzen, 3 giftige Falle und Kiefernharz. Wir schauen, dass wir looten. 4 Stunden nur noch. Wir schauen ja mal, dass wir hier mal durchlooten, weil es ist natürlich immer wieder, wenn wir was bekommen, ist es entweder Geld oder es ist wichtig. Also diese ganze Loot, den wir hier bekommen, überhaupt, die wir sammeln, die Sachen, die wir sammeln können, die bringen viel einiges ein mit der Zeit. Und deshalb schaue ich immer wieder nebenbei, wenn ich jetzt zum Beispiel warten muss, wie jetzt im Moment, ob wir was zum Looten haben irgendwo. So, da bin ich jetzt im Kreis gelaufen. Das war jetzt nicht so richtig, irgendwie nicht so wirklich gut. Also beziehungsweise, das war kontraproduktiv, wie man so schön sagt, ne? So, da haben wir auch was. Was liegt hier? Also nix, das ist nur Licht. Das ist nur Licht. Ah, doch, ich fand den Schalter nicht. Können wir irgendwo Ausrüstung kaufen? Das wäre interessant zu wissen. Oder vielleicht kommen die eh mit? Ja, passt. Kurt ist da. Kupferviertel. Ja, ich werde zu dem Händler herunterscharmieren und werde mal schauen. Vielleicht hat er was Ordentliches. So, sprechen. Ja, interessiert mich nicht, was du sagst. Have you seen anything to your ja, liking? Ich möchte ein paar What Sachen schauen, was du hast. Kaufen. Hast du vielleicht irgendwas für mich? Ring des kämpfenden Mönchs. Puh, der ist teuer. Aber voll Zornerzeugung, zwar minus 2, aber Angriffskosten, Zorn und Betäubung. Einiges dazu. Ring des kämpfenden Mönchs. Der ist aber so teuer, Leute. Gibt es aber noch was Besseres? Novizenring. Der gibt. Ja, der schwächt mich aber. Nur weiter Novizenring. Nö, also irgendwie habe ich hier einen Ring des kämpfenden Mönchs. Qualität 53. Ich werde mit diesen. Kaufen und ausrüsten. 308. Jetzt habe ich ja fast kein Geld mehr, Leute. Ja, ich werde ihm auf jeden Fall auch Sachen verkaufen. Kann ich... Da bin ich nur im Kaufmodus. Was haben wir hier?
Für Ausrüstung, eleganter Hut. Nö, da ist eigentlich nicht wirklich was, was interessant ist. Also was so gut ist. Da haben wir auch nicht wirklich was an Sachen. Ich habe sowieso kein Geld mehr, Leute. Seemannstiefel. Nö, der bringt auch nicht irgendwie nichts. Ah, hier. LP-Heilung. Plus 10 drauf. Magieregen. Habe ich sowieso 0. Plus 10 runter. Geht er nicht mehr runter. Giftresistenz. Nö, interessiert mich nicht. Weil wenn es nur 10 rauf geht und dann den Rest nur runter, interessiert mich das nicht. Diese Halskette gibt auch Minus. Aber das gibt ja alles Minus Giftresistenz. Das ist natürlich nicht gut. Dann lasse ich das jetzt. Was haben wir da? Umhang. Ich habe noch gar keinen Umhang, Leute. Werde ich auf jeden Fall machen. Ich werde einen Seemannsumhang, Gardenumhang, Händlerumhang, Schützenumhang. Die haben alles gleich. Also ich werde einen Umhang auf jeden Fall nehmen. Wie schaut der aus? Ja, der ist schön. Seemannsumhang, Gardenumhang. Händlerumhang, Schützenumhang. Aber der gibt Charisma komplett, ja. Seemannsumhang, Gardenumhang werde ich nehmen. Einen Gardenumhang. Kaufen und ausrüsten. Jetzt haben wir nur noch 64 Gold, Leute. Das ist nicht gut. Was haben wir da? Verbrauchsgegenstände. So, was können wir noch einkaufen? Magietrank. Der ist mir eigentlich wichtig. Kaufen. 6 Stück für 114. So viel Geld habe ich nicht mehr. So, ich kann mir 3 Stück kaufen. Jetzt habe ich nur noch 7 Gold. Also wir sind eigentlich fertig. Ja, ich möchte was verkaufen auch noch, tut mir leid. Ja, ich weiß. So, verkaufen möchte ich dir auch was. Und zwar Inquisitorenring. Inquisitorenring? Priesterring. Der gibt. Aber der. Ich finde das hier sehr gut. 143. Inquisitorenring kannst du haben. Den werde ich dir verkaufen. Für 44 Gold. Super! Den Priesterring werde ich dir verkaufen für 21 Gold. Weil ich habe den Mönchring. So, dann werde ich verschlissener Dreispitz, alter Babuta. Das habe ich angelegt, alte Babuta. Verschlissener Dreispitz werde ich verkaufen für 6 Ocken. Stiefel, weiche alte Stiefel. Verkaufen. Für 5. Jetzt sammeln wir wieder ein bisschen Geld. Und Umhang. So. Somit haben wir eigentlich alles. Kann ja auch noch was verkaufen. Nö. Der Kurte. Petrus, der hat ja... Novizenring hat er angelegt. Ah, den hätte ich umrüsten können. Ja, wir sind eigentlich fertig, der Petrus. So, wir sind fertig und 3 Stunden, ein bisschen was über 3 Stunden noch warten, dann hat er neue Infos. Können wir da auch klopfen? Ja, bevor ich diese Folge gestartet habe, hat er dauernd permanent irgendwer geklopft an der Tür. Und ist dann wieder gegangen, Leute. Also irgendwie extrem lustig. Ja, gut. Schauen wir noch, ob es da irgendwo was zum Looten gibt. Ja, es muss auch sein. Also wir sind gut vorangekommen in den letzten paar Folgen. Wirklich sehr gut vorangekommen, was den lieben, leider verstorbenen Rainer angeht. Und jetzt haben wir halt wieder eine Folge, wo wir looten, warten müssen ein bisschen. Und knappe 3 Stunden haben wir noch Zeit. Dann hat der liebe Kurt neue Informationen für uns. Ich bin schon so gespannt, was wirklich, wer dafür verantwortlich ist. Wir wissen jetzt also über dieses Phantomregiment. Aber was
die genau machen und vorhaben, das werden wir eben noch in Erfahrung bringen. So, ich renne wahrscheinlich hier schon bei 100 Kisten, gefüllten 100 Kisten vorbei. So, ja, liebe Leute, ich beende diese Folge, das ist schon vorbei, diese Folge, und werde dann in der nächsten Folge weitermachen, wie zu lange Zeit, aber noch für eine Folge geht es noch aus dieser Session, und dann ist es vorbei, liebe Leute, würde mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, lasst mir doch gerne ein Like da, ich aus Österreich sage einmal Dankeschön fürs Zuschauen, und würde mich natürlich auch nebenbei so zufällig über Abos freuen, nur bei Gefallen bitte, ganz wichtig, und ich sage, Game over, over and out, euer Zong, ciao.